Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Digga, die sind geisteskrank. Ich fahre mit zwei Autos auf uns drauf, Digga. Ja, ja, das ist hier. Und von hinten, du musst weg. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Nein. Lauf, hol Lodert, hol Lodert. Hol einfach lauf weg. Da kommt von hinten. Klipp das bitte jemand. Bitte, bitte, bitte. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone. Heute mit einem Video zu einer Waffe, die sehr, sehr wahrscheinlich Meta werden wird, wenn die NZ genervt werden sollte. Und es geht um die KGM40. Wenn die nicht dann auch gleich mitgenervt werden sollte, was auch ein realistisches Szenario ist, weil die ist schon ziemlich stark. Und generell, wenn man sich die Stats mal anschaut und die vergleicht, dann nehmen die sich auch, was Time to Kill angeht, gar nicht so viel. Aber das KGM40, die KGM40, das KGM40, wie auch immer, ist sehr, sehr einfach zu spielen. 60 Schussmagazin, übel easy, übel nice. Auch für Anfänger würde ich sagen, wirklich, also einfacher geht's wirklich nicht in Warzone. Also jeder, der vielleicht jetzt nicht so gut ist in Warzone und auch jetzt sowas wie Rückstoßkontrollen sowas nicht ganz so gut hinbekommt, wird mit der KGM40 auf jeden Fall trotzdem Kills machen können. Was ich übrigens gar nicht so geil finde, weil so Waffen wie damals die CR56 AMAX, die ja auch eine Zeit lang Meta war, die hatte dafür aber halt extremen Rückstoß. Ne? Natürlich krasse Time to Kill und damals gab es ja auch nicht 300 Leben, sondern nur 250. Aber wenn man die eben auf Range spielen wollte, musste man den Rückstoß auch irgendwie kontrollieren können und irgendwie sind alle Vanguard-Sturmgewehre, die jetzt in letzter Zeit Meta waren, alle so No-Recall-Waffen deshalb. Ja, weiß nicht, ob ich das so sehr feiere, aber KGM40 auf jeden Fall sehr, sehr kranke Waffe. Ihr seht jetzt ein paar Gameplay-Szenen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Lasst ein Abo da, falls ihr noch neu sein solltet. Ja, demnächst geht's wieder los mit MW2-News, Warzone-2-News und auch dann endlich MW2-Gameplay und sowas. Freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne, ja, let's go mit den Gameplay-Szenen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Waffen so ein bisschen vergleichen und ich euch natürlich auch noch die Klasse zeige. Let's go! Hallo? Halt, Bro! Wie lange habe ich gerade Brandmunitionsschaden bekommen? So, wo gehe ich jetzt hin? Das ist jetzt wieder so dieses typische Caldera-Phänomen. Das ist einfach so dieses so, was mache ich jetzt? Wo laufe ich jetzt hier rum? Gibt es irgendeinen Ort, der mich hier anzieht? Nicht wirklich. Das ist voll das Problem auf Caldera. Ich will nirgends unbedingt hin. So, ich habe jetzt hier keinen Airport in der Nähe, wo ich so, mir denke, so, oh geil, komm, gehe ich mal zu Airport, guck, was da abgeht, sondern ich gehe jetzt halt zu Peak, aber... Ui, was war das? Ich dachte kurz. Nein. Seid ehrlich, habe ich nicht verdient. Habe ich nicht verdient. One-Shot. Behind the tent, yeah. Oh, yeah. Yeah. Two more. An him. Nice. The guy in the tent, he's still in there. Still in the tent? He has a place. Okay. The last guy. The guy's out for us, found him as well. Him again, he's still in the tent, right? Got him knocked. Got Seth. Got him. Nice. Nice place, bro. One's at the shop. Got him knocked. Finished. Okay. Easy Beamer. Knock. Da bewegt sich was. Nice. Let's go. GG's, nice round. Oh, one's landing on top.
mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe ihn. Ja, Theo. One pushing, down. Another guy was nice. One shot. Yeah, yeah, I think he's up down. West. Oh, God. No, got both. Shit, man. Nice. Hier, direkt vor dir. Das wäre die letzte Runde gewesen. Das Perk gehört nicht in Warzone. Das Perk gehört nicht in Warzone. Und wenn, dann dürfen Wände nicht durchschießbar sein. Es ist nicht fair. Ja, so dead. Uiuiui. Oh mein Gott, Verkehrsunfall. Kann jemand Krankenwagen rufen? Ne, es ist zu spät, glaube ich. Es ist zu spät. Die Lobbys sind auch irgendwie echt komisch. Level 1. Sehr korrekt. Oh, da geht's nicht hoch. Lernt aus der Niederlage und wächst daran. Go fucking pussy! Die waren hier unten eigentlich wieder. Hier auf dem Balkon links. Noch einer. Oh, der ist los! Er hat einfach rückgecheckt. Nein! Er lag hinter dieser Bande. Nein. Hab ihn.
Ah, und er sagt, ich muss mich jetzt von dir trennen. Endlich. Oh, das sind ja zwei. Oh, das ist gut. Ja, komm, ich dachte zu dir. Ja, ist gut. Wie finde ich niemanden? Na, das wird wirklich. Boring. Einen habe ich. Oh, ich kann nicht mehr bringen. Das. Hier? Ja? Das ist gut. Los, Loadout reinschnabulieren. Oh. Was? Wieso traut er sich hier zu schießen? Du hast kein Shield! Wow! Ja, hier rausbeamen, die zwei. Zwei sind. Shield Break, die haben geschützt. Knock. Oh mein Gott, die arme Sau. Oh mein Gott. Ja. Ah, nein! Nein. Ja. Digga, dieses Perk ist viel zu stark. Aber es gibt auch viel zu viele Sachen, wo du durchschießen kannst einfach. Überall, auf jeder Map. Welches Perk ist das? Das ist Kampfspeer. Nein! Oh! Er hat ihn noch verprügelt, habt ihr das gesehen? Oh ja, macht dann Self-Revive. Ja. Karma, sag ich nicht, wie ist es? Oh, nein! Karma! 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 Nein! Karma! Aber es sei ihm gegönnt, Level 3 sein erster Win. GG's. GG's, GG's. Ja, ich gönne ihm den Win. Ich gönne ihm den Win. Er ist 1 HP. So, Freunde, da sind wir wieder auf der Webseite von SimGG und ich habe es vorhin angesprochen, die CL56 A-Max, und ich habe es einfach so lustig gefunden, dass ich die einfach mal mit in den Vergleich hier reingebaut habe auf der Webseite eben von SimGG. Da könnt ihr auch immer Waffen miteinander vergleichen, euch ja die genauen Geek-Stats hier anschauen, wie viel Schaden die macht, wie viel ja, Bullet Velocity die hat und so weiter und so fort. Ist alles relativ ja interessant auch, und ich habe hier die KGM40 mit der NZ, der Grau und der CL56 A-Max einfach mal verglichen. Die A-Max, wer es nicht wusste, wurde ja in den kompletten Boden gestampft, also braucht ihr ehrlich nicht mehr spielen, klar, war immer eine ganz geile Waffe, aber ich weiß nicht wieso, die hat letztens dann nochmal einen Nerf bekommen, obwohl die schon nicht mal mehr ansatzweise irgendwie zu den besten Waffen im Spiel gehört hat, wurde nochmal genervt und kann man jetzt wirklich komplett vergessen. Wieso, weshalb, warum, sehen wir jetzt auch hier gleich an den Time to Kills. Das ist KGM40 gegen NZ auf die Brust, ihr seht, das nimmt sich gar nicht so viel, vor allem weil die KG nochmal weniger Rückstoß hat. Meiner Meinung nach echt eine sehr, sehr gute Alternative. 798 Millisekunden braucht die NZ auf die Brust und 837 Millisekunden die KGM40. Das nimmt sich wirklich fast gar nichts. Und auch auf Range ist es so, dass sie sich dann nochmal näher kommen. Also 18 Millisekunden sogar nur. Time-to-Kill-Differenz. Auf den Magen ist es sogar so, dass die NZ eine schlechtere Time-to-Kill hat. Auf den Nacken hat die KG auch die bessere Time-to-Kill. Und auf den Kopf aber, glaube ich, wie die NZ. Nee, auch da ist die KG sogar ein bisschen besser. Also nur auf die Brust ist die NZ stärker, weil die auch einen Damage-Multiplikator hat, genau, von ja, 40. Deshalb tötet die eben auf die Brust schneller. Und was jetzt sehr verwundernd ist, die A-Max hat ja viel mehr Rückstoß als beide Waffen. Viel mehr, wirklich. Es ist nicht zu vergleichen. Wenn wir jetzt die aber mal noch hier mit reinbringen, dann sehen wir, dass die CR56 A-Max auf 0 Meter die schlechteste Time to Kill hat von 855 Millisekunden und auf Range, also ab 35 Meter mit 1,14 Sekunden
ganz weit davon entfernt ist, da mithalten zu können. Und die hat sehr viel mehr Rückstoß. Da stellt sich mir die Frage, was haben die getan und warum? Also, womit hat das die A-Max verdient? Wenn wir jetzt eher auf Headshot-Schaden gehen, dann nimmt sich das zwar nicht mehr viel auf Close Range, da hat die A-Max 570 Millisekunden, genauso wie die NZ, aber auch auf Range ist die A-Max da einfach schlechter. Also, bringt wirklich gar nichts. A-Max wurde wirklich in Grund und Boden genervt und die Grau, ja, die kann hier bei Headshots auf jeden Fall mithalten, auch bei Shots auf die Chest, also auf den Oberkörper ist die ganz gut. Wenn wir die A-Max hier mal mit rausnehmen, dann ja, passt die Grau hier auf jeden Fall immer noch ganz gut ins Bild. Deshalb Grau auf jeden Fall auch spielbar. Und vor allem auch natürlich das KG M40. So, das ist hier die Klasse, die zumindest vorgegeben wird von SimGG. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz meine Klasse an. So, das ist hier meine KG M40 Klasse. Für die Leute, die eventuell ja, das fragen sollten. Das ist, glaube ich, eine Variante aus dem Battle Pass. Und zwar Graphit. Genau, das ist die Graphit-Variante. Und die habe ich mir so ein bisschen umgebaut. Ich finde, die sieht aber so trotzdem ganz nice aus. Vor allem besser als ja, einfach nur ganz Standard eben diese schwarze Variante. Sieht ganz cool aus. Und nichts Besonderes, aber das sind die Aufsätze. So, das ist meine KG M40 Klasse. Für die Leute, die eventuell fragen sollten, das ist eine Variante aus dem Battle Pass, die heißt Graphit und die habe ich mir einfach so ein bisschen umgebaut, aber sieht immer noch ganz gut aus, beziehungsweise die meisten Aufsätze passen da sogar und deshalb habe ich die halt einfach genommen. Die Aufsätze gerne mal so ausprobieren. Wie gesagt, das Teil hat so gut wie überhaupt gar keinen ja, Rückstoß. Ihr könnt statt dem Rastergriff, der euch seit neuestem, die ganzen Griffe wurden nämlich so ein bisschen verändert, was die Eigenschaften angeht, vertikale und horizontale Rückstoßkontrolle gibt und Zuckenwiderstand. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert mit dem Flinch, aber ist auf jeden Fall ein cooler Aufsatz. Normalerweise hat man ja hier immer den Polymergriff gespielt, der Präzision und Rückstoß bei Dauerfeuer eben verbessert. Ich weiß aber gar nicht, was das für einen Unterschied macht, ob jetzt der Rastergriff oder der Polymergriff besser ist. Ich glaube, es macht eh auch dann wirklich nur 1% oder sowas aus, deshalb macht es keinen großen Unterschied. Ich spiele den Rastergriff, der geht klar. Ihr könnt auch den Polymer spielen, denke ich, oder irgendeinen anderen. Generell, wenn ihr eine Waffe irgendwie anders spielen wollt, als ich sie vorschlage, könnt ihr das immer gerne machen. Ich spiele sie so, so geht die ab. In diesem Sinne, das soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten oder im nächsten Livestream. Link in der Videobeschreibung. Haut da rein. Ciao, ciao.